Hallöche, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves unter Dieben. Ja, wir haben in der letzten Folge eine kleine Kletterfolge gehabt und haben hier unten den Raum gefunden und da gefunden, wo Shambhala liegt. Da steht der Mann, die Steine. Und ja, wir müssen flüchten und wir haben auch erfahren, dass wir wieder Gesellschaft bekommen haben und ja. Machen wir es kurz und schmerzlos. Durchsucht den Tempel! Aufschwärmen! Findet sie! Na bitte. Ding hat doch auch was. Wir versuchen sich erstmal leise zu. Mist, die sind direkt an Jeff und Elena vorbei. Wir müssen zurück zum Eingang. Machen wir gerade eher Sorgen um uns. Repetitionsgewehr, ein Dragger. Die FAL ist auch gut. Ah, wie kommen wir wieder darüber? Jetzt vielleicht nicht die beste Idee, schön in die Klöten. Aber ja. Macht man eigentlich nicht.
Na toll. Kurz ausharren. Nee. Ich sehe sie. Leise. Na komm, zeig dich. Haben noch welche? Das auch munitionieren hier, weil ich weiß, das waren noch nicht alle. Lazarevich-Pergen sind ja überall. Winkt er uns noch? Du siehst gar nichts. Es ist aus. Ich glaube nicht. Los, weg! Entdeckung! Du bist tot. Das war jetzt unnötig, Chloe. Nimm, was du kriegen kannst und gib keinem was zurück. Nur das, was er verdient. Ah, wie kam die an Chloe und Jack?
Steak vorbei. Wie kamt ihr an den beiden vorbei? Oder sind die einfach schon tot? Ich sehe sie. Es sieht aus. Da ist er. Ich glaube nicht. Eieiei. Ich hab dich. Die Schrotpistole ist gut. Los! Oh Mist! Wo sind sie? War klar, dass das passiert. Hey! Aber jetzt. Ah, wie schnell das da rumgeschlagen ist hier, ne? Wir müssen schnell weiter. Er kann nicht. Ich bin okay. Ja, sehen. Oh. Okay, das wird schon wieder. Okay. Kannst du stehen? Ich glaube schon. Okay, komm, ich helfe dir. Nein. Nein, 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 lass sie. Die Kamera ist hin. Und auch. Nate. Er schafft das schon. Stimmt's, Mann? Okay, komm, mach die Tür auf. Er schafft das niemals. Er muss hier bleiben. Was? Nein! Ach, endlich die Tür auf, Chloe! Du bringst uns doch alle um! Oh. Ah, sie ist ein bisschen sauer. Okay, auf geht's. In Bewegung. Kapitel 11. Los, los, Mann! Ich geb euch Deckung! Hey, hier! Nein! Okay. Okay, auf geht's. Los, los, Nate!
Ich gebe euch Deckung. Okay, wir müssen hier raus. Los! Elena, verramble die Tür! Ich hab's! Komm schon! Nate, das schaffen wir nicht. Weiter! Wir müssen das Bau abbauen hier. Abbauen, abbauen, abbauen. Ich muss das rein. Achtung! Ich hör dich! Ja, Jeff, du schaffst das. Keine Sorge, Jeff. Du packst das. Nicht aufgeben. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Oh, Mist! Eieiei. Komm hier lang! Oh! Gib mir den Geschützen. Vorsicht! Elena! Wow. Macht er nicht noch mal mit meiner Freundin. Chloe, noch raus da! Oh, du Bund! Los! Das gibt's doch nicht! Doch, da Roller. Los, die Treppe rauf! Ja. Tempo! Oh, das ist ein kleiner Bruch, wow. Man könnte fast meinen, wir wären Freunde, was? Oh, keine Sorge, wir schaffen es. Er nicht! Nein, auf keinen Fall! Wir haben keine Wahl. Ja. Komm, nee. Jeff. Okay, du hast es versucht, aber er kann nicht mehr weiter. Wir können ihn hier nicht sterben lassen. Er ist schon so gut wie tot und wir auch, wenn wir jetzt nicht gehen. Dann geh. Ja. Niemand hält dich auf. Ja, sie hat recht. Chloe. Ich habe nur versucht, dich zu retten, du Idiot. Chloe? Was soll das? Ja, schon drauf. Sorry. Waffen runter. Auf der Stelle. Bringt sie raus. Sie ist verletzt. Bringt sie zum Zug. Unglaublich. Du kannst es einfach nicht lassen. Dann sind wir jetzt wohl quitt. Wie ich eine einfach nur entdecke, dass ich schlafe, oder? Oh, Bisschen Lazarevich. So, das ist also dieser Drake. Nicht der Deutsch. Habt ihr ihn hierher getragen aus dem Tempel? Schade. Nein! Jetzt sagt ihr mir, was habt ihr gefunden im Tempel? Die Antwort, nach der du suchst. Okay, ich weiß, wo der Stein ist. Aber du findest ihn nicht ohne mich. Also, lass sie gehen. Dann führe ich dich zu ihm. Ah, mein Schatten. Du bist die Reporterin, die mich verfolgt. Du solltest beten, dass er nicht blufft. Durchsuch ihn. Na komm.
Das ist Superman. Hier. Du hast wohl keine Verhandlungsgrundlage, Drake. Zurück zum Sammelplatz. Wir brechen gleich auf. Du kommst mit mir. Du kümmere dich um sie. Kein Problem. Und du arbeitest für das Monster. Ist besser als gegen ihn. Das war's dann wohl, hm? Du knallst uns jetzt einfach so ab, oder was? Sieht ganz so aus, oder? Steh auf. Ich sag, steh auf! Das hat er verdient. Schnapp! Los, los! Du Mistkerl! Du kommst nicht weit! Alles klar? Ja! Los, weiter! Du bist verdammt nah, ey! Mir geht's prächtig. Und bei dir? Nur ein paar Schrammen. Oh, die Kaugen. Okay. Oh, Mist. Ich glaube, sie sind weg. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Hast du nicht. Das war ich ganz allein. Nein. Ich meine, naja, das alles hier. Wir wussten, was auf uns zukommt. Okay, also, was machen wir jetzt? Ich gehe ihr nach. Das war ja klar, typisch, ihr nachgehen. Flynn hat was von einem Zug gesagt. Ah. Das heißt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Hier. Jetzt schließt sich der Kreis. Müsste da drüben sein, hinter dem Wasserturm dort. Nate, sie hat auf uns gezielt. Ich weiß. Und sie hätte fast auch abgedrückt. Die anderen waren bloß schneller. Es ist kompliziert. Ja, bestimmt. Flynn wusste, dass sie bei mir war. Weißt du, was passiert, wenn Lazarevich merkt, dass sie ihn getäuscht hat? Ja, das weiß ich nur zu gut. Dann weißt du auch, dass ich keine andere Wahl habe. Die Ganoven-Ehre, was? Ja, so in der Art. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich habe keinen blassen Schimmers. Ah, wie schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Okay, gehen wir. Was? Oh, nein, 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 nein. Du kommst nicht mit. Nate, hör auf. Okay? Wir müssen einen Zug kriegen. Sie ist wieder dabei, die Elena. Genau hinter dir. Kapitel 12. Der Zug fährt ab. Und dieses Kapitel erfahren wir beim nächsten Mal, meine Freunde. Macht's gut. Bis dahin, liken, kommentieren, teilen und auch in die anderen Videos reinschauen. Macht's gut.